Herzlich willkommen zu einem neuen Test von Gleiten TV und Subtrip. Heute für euch das Board, das Adler von Carla. Es ist ein Board 10×8×32. Wir packen es gleich aus. Hier erstmal einmal die Präsentation der Tasche. Macht erstmal einen super schönen Eindruck mit Detaillösungen. Also einmal vorne ein wirklich großes Fach für die Pumpe. Haben wir natürlich auch hier reingepackt. Wirklich ohne Probleme zu verstauen. Kleines Netzfach hier oben. Wir haben Bungees im unteren Bereich, wo wir eben auch noch mal was zusätzlich packen können. Wie im Video sehen wir, wir können es einmal als Trolley hinterherziehen oder eben auf den Rücken schnallen. Und auch hier sehr weiche Gurte, viel Polster, sehr angenehm. Und die Gurte können auch verstaut werden. Also wenn es sowieso nur als Trolley genutzt wird, dann können die Gurte, die Tragegurte hier verstaut werden. Transportiere ich das Board mit einem Zubehör? Zubehör wäre eine Leash, drei Finnen, ist die Pumpe dabei und das Repair Kit. Alles zusammen im Rucksack transportiere, habe ich 13,4 Kilo auf dem Rücken. Der Rucksack ist etwas lang geschnitten, sodass, wie im Video eben zu sehen, er relativ tief sitzt und hier an meine Oberschenkel stößt und das irritiert etwas beim Laufen. Dieses Paket kostet 989 Euro und beinhaltet auch ein wunderschönes Carbon-Paddel, was ihr jetzt in dem Moment nicht seht, weil es nicht mitgeliefert wurde. Und das Paddel ist wirklich leicht, es schwebt quasi. So, einmal der Test, wie lange brauche ich mit der beigelieferten Pumpe zum Aufpusten? Empfohlen ist ein Luftdruck von 12 bis 15 PSI, getestet wurde es bis 20 PSI und ein Ridergewicht bis 110 Kilo bin ich auch ganz knapp drin, also darf ich es auch testen. Das ganze Set hier einmal fahrbereit, fertig gemacht, Finnen sind montiert, Leash ist dabei, wiegt das ganze Set 10,18 Kilogramm. Das Board ist sehr schön sauber verarbeitet, hat ein schönes Design, eben hier der Wikingerkopf mit den zwei Paddeln. Wir fangen vorne mit den Ausstattungen an. Einmal für das Selbstbildnis die Kamerahalterung, einmal GoPro oder auch den Stativfuß, der dort angeschraubt werden kann. Wir haben Bungees, die ja auch schön die Verbindung nochmal mit einem Schrumpfschlauch gesichert sind, also dass es einfach nahtlos und sauber ist. Gleiches haben wir im hinteren Bereich. Wir haben hinten nochmal einen Griff, um das Board leichter aus dem Wasser zu nehmen, was in der Mitte recht schwierig sein kann, wenn man es eben von der Oberfläche aufheben muss. Und hinten nochmal ein D-Ring für die Aufnahmebefestigung der Leash. Wir haben als Standfläche ein gewaffeltes Deckpad, einmal in Längsrichtung zum Fahrer, einmal durchweg bis in den hinteren Bereich, allerdings ohne Tailkick. Das Carla Adler ist ein Board, was ausgeschrieben ist als Kombination aus Touring und Allround, besonders geeignet für Bedingungen im Kabelwasser wie auch im Meer. Und gerade da wäre es zu empfehlen, im hinteren Bereich auch einen Tailkick zu haben. Im vorderen Bereich haben wir hier noch eine sauber montierte Abschleppöse für den Notfall. Und nochmal wirklich zu erwähnen, das Finnensystem, was noch kein anderer Hersteller hat, ganz einfach ohne Werkzeug zu lösen. Man muss dazu nur den Hebel einmal geöffnet haben, Finne reinmachen, runterklicken und den Hebel hinten drücken und erledigt. Die Finne ist fest und sicher montiert. Wie anfänglich schon erwähnt, mit dem Board fange ich an, ins Wasser zu gehen, indem ich es dann trage. Es ist leider etwas hecklastig, mit den Finnen montiert, merke ich es wirklich deutlich. Also hier dürfte herstellerseits etwas nachgebessert werden und der Tragegriff nach hinten versetzt werden.
Als nächstes kommt beim Aufstieg die Stabilität auch zu tragen. Also hier, ich kann ganz entspannt tatsächlich vom Steg aus aufsteigen aufs Board, was ich keinem Anfänger empfehle. Bitte da eher auf die Knie gehen. Es ist einfach das, was wir hier im Test machen, um mitzubekommen, wie agil ist das eigentlich. Also Primary Stability ist es sehr agil, was wir nachher auch in der Drehfreudigkeit nochmal betonen. Gehe ich aber wirklich auf die Kante, also hebe ich einen Fuß und bewege mich auf dem Board, ist es wirklich erstaunlich stabil. Obwohl es sich bewegt, taucht es kein bisschen mehr ab, sodass es mir auch als Fahrer die Stabilität direkt überträgt und ich mich wohlfühle. Für ein Touring-Board oder zumindest ein Board, was auch im Touring-Bereich empfohlen ist, ist natürlich der gerade Auslauf entscheidend. Da ist das Adler nicht besonders gut geeignet für. Die effektive Länge aufgrund des Nosecakes, den wir hier haben, ist noch mal deutlich geringer und damit handelt es sich wirklich um ein kurzes Board. Und kurze Boards sind, egal was man macht, egal wie groß man die Finne wählt, die sind einfach per se drehfreudig. Ich stehe eher am Drehpunkt oder näher am Drehpunkt und damit ist es wendig. Also ich brauche ganz gezielte Geradeausschläge, also muss korrigieren, um das Board im Geradeauslauf zu halten oder eben alle drei Schläge die Paddelseite wechseln. Die Drehfreudigkeit ist natürlich umso besser. In dem Moment, wo ich einfach nur einen Bogenschlag ansetze, reagiert das Board wirklich sofort in der Kurskorrektur. Und im Crossbow kann ich ohne Probleme mit einem Schlag tatsächlich das Board 180 Grad drehen. Also sehr drehfreudig. Genau das gleiche im Pivot Turn. Ich brauche bloß einen kleinen Schritt nach hinten gehen, gar nicht viel lösen. Eben aufgrund des Nosecakes, den ich habe, löst sich die Nase sowieso super einfach. Und das Board tellert eigentlich auf den Punkt. Also es ist schon fast anspruchsvoll gewesen, um die Boje herumzufahren, weil ich noch einen gewissen Vortrieb mit reinbringen muss in die Paddelbewegung. Wenn ich es einfach nur im freien Wasser um 180 Grad drehen möchte, brauche ich maximal zwei Schläge im Pivot Turn. Und kann es aber genauso einfach wieder stoppen, also die Bewegung, Drehbewegung stoppen und wieder in den Geradeauslauf bringen, wenn ich die entsprechenden Paddelkenntnisse dazu habe. Und ganz klar noch zu erwähnen, wie stabil das Board in diesen Bereichen ist. Also selbst der Schritt nach hinten, das Board wackelt vielleicht ein bisschen, aber suggeriert mir als Paddler nicht, dass ich unsicher bin. Und in dem Moment im Pivot Turn, egal wie ich drehe, egal wie ich es tellern lasse, ich brauchte nie tief in die Knie gehen, also meinen Schwerpunkt wirklich runterbringen, um es stabil zu halten, weil es einfach vorhersehbar ist, wie ich es korrigieren muss und eine unheimliche Stabilität gewährleistet. Vom Hersteller ausgeschrieben ist es gerade für den Allwater-Bereich, also im offenen Meer mit viel Kabelwasser. Hatten wir hier natürlich nicht im Test zu bieten. Aber wenn ich gedreht habe, in meine eigenen Wellen reingefahren bin, habe ich zumindest gemerkt, dass ich überhaupt nicht beeinflusst wurde. Also ich brauchte den Wellen keinerlei Beachtung schenken. Das Board gleitet schön darüber. Im Gegenteil, so ein bisschen ließ ich schon spüren, dass wenn wirklich eine Welle kommt, dass ich damit auch so ein bisschen mitfahren kann, was für ein ISUB, also ein aufgeblasenes Board, eher ungewöhnlich ist. Beim Thema Geschwindigkeit und auch Beschleunigung bringt es mir auf jeden Fall kein großes Grinsen ins Gesicht. Es ist ein Touring-Board und zwar ein gemütliches bzw. eher Allround-Board, was eben für Kabelwasser geeignet ist. Wer Geschwindigkeitsrekorde aufstellen möchte, der ist mit dem Board auf jeden Fall nicht gut ausgestattet. Unsere Spitzengeschwindigkeit war bei 8,5 km/h und egal was ich gemacht habe, ich konnte es nicht schneller paddeln. Ich habe ganz klar gemerkt in der Beschleunigung, dass ich wie gegen den Widerstand fahre, über den es einfach nicht hinausgeht. Was völlig in Ordnung ist für gemütliches Touren, ist die Stabilität entscheidender als die Grundgeschwindigkeit. Was ist das optimale Fahrergewicht? Die Range ist hier wirklich groß, genauso wie wir den Schwerpunkt oder den Sweet Spot sehr variabel wählen können. Da ist das Board auch sehr ausgeglichen, kann auch das Fahrergewicht sehr groß variieren. Leichte Frauen haben damit überhaupt keine Schwierigkeit, das Board zu manövrieren. Also die Drehfreudigkeit macht es eben auch für nicht gerade kräftige Personen und leichte Personen trotzdem gut handelbar. Für den oberen Gewichtsbereich gibt der Hersteller 110 Kilo an, über den wir auch nicht hinausgehen würden oder von der Empfehlung her hinausgehen würden, weil es ganz klar, umso mehr Gewicht auf das Board kommt, umso drehfreudiger wird es, beziehungsweise muss einfach mehr Paddeltechnik, eine bessere Paddeltechnik vorhanden sein, um dann auch noch das Board im Touring überhaupt nutzen zu können.
Wie gut muss unser Fahrkönnen dafür eigentlich sein? Die Stabilität in dem Board macht es auf jeden Fall für jeden Einsteiger ein absolut valides Board. Die fortgeschrittenen Paddler können dann eben noch ein bisschen mehr rumspielen und viel mehr aus dem Board rauskitzeln aufgrund von besseren Paddelschlägen. Und da ist es dann auch in der Tour besser geeignet. Und für den wirklich deutlich fortgeschrittenen, ambitionierten Paddler ist das Board eher nicht geeignet, weil dann die Geschwindigkeit nicht ausreicht und es doch zu spielerisch wird. Unser Fazit natürlich am Ende. Eine Kaufempfehlung bzw. ein Urteil über das Preis-Leistungs-Verhältnis können wir an der Stelle nur schwierig geben. Bei 989 Euro ist eben unser Carbon-Paddel dabei. Wie ihr seht, schwierig zu beurteilen. Und genau deswegen weiß normalerweise, das Paddel ist tatsächlich ein Preistreiber, geben wir da erstmal keine Einschätzung. Grundsätzlich aber, das Board ist hervorragend verarbeitet. Die Detaillösungen sowohl am Board als auch am Rucksack sind wirklich schön. Und dementsprechend ist das Paket, so wie wir es hier erstmal vorgefunden haben, wirklich rund. Wenn dazu noch ein hochwertiges Carbon-Paddel kommt, dann sind 989 Euro auf jeden Fall gut investiert.